So, weiter jetzt. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Sehr gut. Fahrzeugsicherheit ist mir wichtig. Ich lenke hier. Ich weiß nicht, womit ich jetzt lenke. Ich glaube, mit meinem Bein. Oh Gott, bitte, es kommt keine Dritte mehr. Dann sehe ich gar nichts mehr. Ich brauche einen fucking Gepäckträger. Schlagloch. Aber. Wir haben noch 140 vor uns. Scheiße, ey. Ja, ich hab's verstanden, dass du mir sagen möchtest, dass eine Trabi eindeutig so schwer ist. Ich hab's gerafft. Ja, die Carvox kommen jetzt auch wieder mehr. Das ist zumindest der Fall. Ach, komm schon. Ich glaube, wir haben ein leichtes Gewichtsproblem. Ich möchte keinen angucken, Achim. Wir haben ein leichtes Gewichtsproblem. Der Mann ist schwer von Begriff. Gut, dann nicht. Größere Trabi durch ganz Deutschland. Ich glaube, durch ganz Deutschland müssen wir gucken. Also ich glaube, so Trabi ist halt für super lange Trips dann auch ein bisschen anstrengend, weil ich will noch nicht, wenn nicht kaputt machen. Mit zu viel Kilometern. Ja, ich sehe nichts mehr, aber da kann man die Nebelscheibe einfach nicht anmachen. Ne, das war nicht Nebel, ne? Das war. Auch nicht, ne, egal. Alter, das Ding ist am Sterben, wir sind zu schwer. Er rafft sie nicht, okay. Ich könnte ihm ein Schild vor die Nase halten. Du bist fett und er wird sich raffen. Willst du Trabi in Forza wäre super, wird nicht reinkommen, weil das Ding einfach dafür zu unbekannt ist. Also das kennst du halt in anderen Ländern, das Ding nicht groß. Also das haben die nicht so eine Relevanz. Oh Gott. Das wären keine kleineren Berge, das ist nicht gut. Kann ich einen Schluck Kaffee währenddessen nehmen? Ich glaube ja, der Wagen wandert ein bisschen nach links oder rechts, aber das kriegen wir schon hin. Ich habe Zeit. Jetzt mal erst an einem SI-Karren teilzunehmen. Jetzt so spontan aus von mir aus nicht, nee. Tut mir leid. Ich war früher mal SI-Karre begeistert, mittlerweile ist es aber irgendwie an mir vorbeigegangen. Och komm, Alter! Diese Strecke, ne, das ist das schlimmste Stück im ganzen Spiel. Die anderen Strecken machen alle Laune, aber das ist halt hier wirklich einfach nur Vergewaltigung von einem Trabi. Das kann alleine. Das kann alleine laut dem Gesetzbuch nicht legal sein. Oh. Ich glaube, der Trabi wiegt ein bisschen viel. Ich weiß nicht, wie ich auf die Yamamoto komme. Meine Fresse! Ich habe mal gerade eine Idee für ein Lied. Warte mal kurz. Was super gut dazu passt, auf keinen Fall, aber ich werde es trotzdem abspielen, ist mir egal. Schön leise. Einfach, das wird, passt super gut zu dem, was wir hier machen. Auch geschwindigkeitstechnisch und so. Natürlich. Bei geschwindigkeitstechnisch sind wir eigentlich auf einem Niveau hier gerade. Es untermalt das Ganze unglaublich gut. Alter, komm aus dem Quark! Man sieht schon, Achim kann sich kaum bei sich halten, so krass geht das hier gerade ab. Und Trabi. Ich will hier nicht schlachten, ich habe keinen Platz mehr für Teile. Ah, komm, wir gucken trotzdem mal, oder? Song Requests per Spende über Kuro wäre nice.
Ja, von mir aus können wir das machen. Wenn ihr per Spende ein Lied habt, was ihr sagt, wo ihr Bock drauf habt, können wir das gerne mal machen. Das ist echt bei so einem Spiel wie hier, bietet sich's an. Aber bitte auch Lieder, die passen. Also bitte dann nicht irgendwie plötzlich mit Farid Bang und so in die Ecke kommen, weil das passt halt zum Spiel überhaupt nicht. Ich hab die Lieder nicht, aber das passt halt nicht. Klappriger Motor, Batterie, ja toll, klappt zu. Irgendwas Cooles drauf. Würste. Wow, na ja, gut, egal. Hat sich gar nicht gelohnt. Hallo, ich will die obere Kiste. Jetzt kann ich die obere. Oh, weiter geht's. Oh, jetzt kommt die Kurve. Achtung. Oh, der Wahnsinn. Es fühlt sich gerade wirklich schnell, weil wir gerade Backup fahren. Das ist ein absoluter Geschwindigkeitsschock für mich gerade. Ich sehe auch schon, kommen wir noch eine dritte Kiste, finde ich auch noch auf den Schoß packen werde. Gas, gas, gas. Kurve! 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 Boah, fuck, Hilfe! Ich hab gerade die Trabi gegeben. Jetzt muss ich aufpassen, ich keine Scheiße zu bauen, sonst haben wir die Trabi im Arsch. Einmal drehen! Ah! Ich muss mal kurz mein Trabi anschieben. Da habe ich spontan keinen Bock mehr. Dreckskiste. Jetzt Kisten beiseite. Ah, nee! Jetzt kalt hast du nicht so schieben? Trabi, falscher Moment, hängen zu bleiben jetzt. Jetzt keine Taste, um den zu schieben. Gas, gas. Gas. Tonight, tonight. Das ist eine Überlegung. Nee, eine Tür als Lenkrad packen. Ja, komm, 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 komm. Ach, Trabi, mach doch jetzt keine Mucken hier. Ah. Ja, Achim. Oh, ah, haha. Man muss doch wissen, wie. Ah, oh. Ich mach mal kurz das Lied aus. Ja, ich hoffe mal, dass wir ihn hier vielleicht weg. Scheiße. Oh, bitte komm. Ha, 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 ha. Super Trabi. Super Trabi. Oh, oh. Komm schon. Schwupp. Achim, könntest du mal kurz... Der Trabi klingt gerade sehr nach Sterben. Haha! Oh, das hat sich nicht geändert an unserem Status. Scheiße! Das ist schlecht. Ach, ich kann von hier außen Gas geben. Was ist das denn? Ach, Trabi, mach doch jetzt hier keine Faxen hier. Komm, ich mach nochmal die Tür zu. Muss ja nochmal. Ach, stimmt, ich kann die auch einfach hauen. Stimmt. Komm schon. Trabi, mach mich jetzt hier nicht arm.
Ah, das meinst du, okay. Ja, komm. Komm, probieren wir es nochmal mit der liebevollen. Ich hau mich einfach zwischen die Türtechnik. Ah, er wackelt. Vielleicht klappt das. Trabi! Mann, ey! Es ist mitten in der Nacht und ich hänge hier an so einer Kackstelle fest. Ich werde wahnsinnig. Komm schon! Ich muss den noch irgendwie weggefahren kriegen. Oh, jetzt habe ich auch noch einen Platten, das ist jetzt ein Scherz. Falscher Moment für einen Platten. Ich versuche mal, warte, guck mal, ob wir mit dem Wagen hier mal vielleicht die Karre weggeglitscht kriegen. Ich guck gerade mal. Nee, kriegst du leider gar nicht so hin. Kann ich jetzt nicht einfach einsteigen und fahren? Ich will ihn hier wegkriegen. Wir porten uns jetzt nicht zurück. Sie hat nicht ein. Mein Schienen vielleicht Handbremse lösen. Das funktioniert nicht. Oh, oh. Ich glaube, mein Wagen hier ist weg. Danke, was sind da für die 2 Euro? Er hat einen schönen Musiklink dabei geschickt. Guck ich gleich rein. Und wir haben keinen Wagenheber mehr. Gut, nächste Tanke heißt Wagenheber kaufen, weil den habe ich gerade weggeklitscht. Sehr gut, Lukas. Jetzt der Wagenheber auch noch weg. Oh, ist das ein toller Anfang hier. Ich hoffe, das sieht passt. Ich guck mal kurz vorher rein, was das ist. Ja gut, das haut ganz gut hin. Das lassen wir. Das passt sehr gut zur aktuellen Ausgleichlosigkeit. Oh, und Dankeschön dafür. Wir haben keinen Wagenheber mehr. Ich kann also jetzt nicht mal. Also, wir fahren jetzt tatsächlich ein Stück auf jeden Fall mit kaputten Reifen, weil ich nicht mal den Reifen wechseln kann, weil ich den Wagenheber weggeklitscht habe. Oh, es bewegt ein scheiß Arschkarre. Komm schon. Ja, oh. Machen wir noch zwei, dreimal. Muss doch wissen, wie. Also ich habe schon mal bessere Ausgangslagen gehabt in dem Spiel, glaube ich. Mann, ey. Gibt es nicht Möglichkeiten, den wegzukriegen? Ich will nicht neu starten. Ich mache mal die Tür auf. Oh. Ich muss mal gucken, ob ich vielleicht den Vorderreifen vielleicht wieder auf Asphalt kriege, weil ich hier die Tür mir die ganze Zeit in die Fresse ramme. Das klingt bescheuert. Aber macht der ADAC genauso. Oh, 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 oh. Okay, hier, ja. Der hängt immer noch hinter der Kante, ne? Also, wir können ja mal kurz gucken. So. Mama. Wir werden weiter mit der Taktik. Ich glitsch das Ding in die Walachei ab. Weiterhin. Oh, oh, oh. Das bringt uns überhaupt nicht weiter, weil die Karre jetzt noch weiter in Richtung Leitplanke geflogen ist und ich jetzt nicht mal mehr an meine Tür komme. Klitsch dich hier weg, verdammte Scheiße. Komm. Ich
ansonsten eigentlich nur hinten rumgehoben bekommen. Da halt wieder einfach mit der Fahrrichtung. Zieh nicht die Handbremse fest, wenn du schieben willst. Man kann die Handbremse nicht festziehen. Wenn du aussteigst, ziehst du die Handbremse automatisch fest. Es geht in dem Spiel nicht anders. Es kann doch nicht sein, dass man ein Map-Design macht mit solchen Kanten. Wer ist denn bei euch in der Entwicklung gewesen, Alter? Jetzt mach ich. Leg dich jetzt zurück. Mein Gott. Komm schon, Trabi. Jetzt kipp doch bitte. Ganz Karre ist bald vollkommen einmal, ich hier fertig bin, ey. Von außen die Handbremse lösen geht auch nicht, oder? Ne, der da lässt er mich nicht zu. Lässt er nicht zu. Jetzt hängt er schon wieder auf der Leitplanke. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Vielleicht Pickup komme ich jetzt nicht mehr in meine eigene Karre. Oh, warte. Vielleicht kriege ich ihn jetzt weggeklitscht, weil er mit der Leitplanke da interagiert. Erst passiert gar nichts mehr. Ich komme nicht mehr in meine eigene Karre rein. Oh, doch, komme ich noch. Also, wir müssen schon mal anfangen. Also, irgendwie bewegen wir uns, aber ich glaube nicht viel. Motor aus, dann kannst du schieben. Ich bin mal gespannt. Er sieht nicht aus, als würde er mich da mehr schieben lassen. Komm schon. Glitsch dich da raus. Der hängt halt jetzt auf der Leitplanke fest, was nicht unbedingt hilfreicher ist als vorher. Wir sind jetzt an einem weiteren Punkt, wo es noch schlimmer wird eigentlich nur noch. Jetzt zieht die Tür selbst im Boden. Aber den vielleicht noch ein bisschen mit Freude gegen die Leitplanke geböllert kriegen. Vielleicht da selber hochhebelt. Also ich kann auch jetzt wieder Reifen wechseln, das ist kein Thema, weil der Wagen jetzt halt wieder vollkommen in der Luft hängt. Lenkrad von außen anfassen, dann rollt er. Ja, aber zieht ja direkt wieder, macht ja direkt wieder los. Bringt mir ja nichts. Der kann ja nicht rollen, das ist das Problem. Oh, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, woher die Trabis am Straßenrennen kommen. Jetzt weiß ich es. Ja, ich auch. Kacke. Lass dich hier wegglitschen. Ich will das schaffen. Er ist ja da vorne eigentlich kurz davor, wieder Grip zu kriegen. Also kurz davor halt. Kurz davor. Ich muss mal, ob ich da eingestiegen kriege. Warte mal kurz. Ich bin auch gut. Ja, recht. Achim ist komplett die Ruhe selbst. Achim juckt dann einfach so gar nicht. Achim ist komplett entspannt. Aber ich bin halt das komplette Gegenteil. Ich bin nicht komplett entspannt. Ich bin komplett unentspannt. Er tut sich halt einfach gar nichts. Vor allem habe ich den Wagenheber verloren. Das fuckt mich noch viel mehr ab. Jetzt knall doch da drauf und überschlag dich wie vorhin nochmal. Hast du doch gerade so gut hinbekommen. Eigentlich nur ein bisschen hier hochkriegen.
Wieso kann das Ding eigentlich keinen Griff? Jetzt mal kein Scheiß, der müsste sich doch trotzdem ein bisschen bewegen können damit. Oh, 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 oh. Habe ich da eine markante Stelle getroffen? Er rutscht bis vor der Leitplanke runter. Der jetzt immer weiterhin noch festhängt, was überhaupt nichts gebracht hat. Ich denke mal, der Wagen wird sich trotzdem nicht... Aber eigentlich müsste sich jetzt so wie jetzt steht fahren lassen. Ich muss mal kurz die scheiß Kisten auf den Weg räumen. Nicht, dass sie mich gleich daran hindern, die Karre wegzufahren. Dann raste ich mich aus. Ja, ich muss hier hauen. Treten alles. Komm schon. Warte mal, ich jetzt hier eigentlich so und dann. So, eigentlich gehe ich. Hallo? Komm. Komm schon, lass dich wegglitschen, bitte. Oh fuck, Hilfe! Ah! Hi Achim, wie geht's dir? Achim, das ist nicht gesund, was hier passiert. Achim, ich will aussteigen. Lass mich raus, Achim. Tschüss, Achim. Boah. Ich habe Dinge gesehen. Dinge. Fusa. Fährt er jetzt? Er hängt nämlich im Heck in der Leitplanke. Ich bin ein Gott des Autobefreiens. Klar, mit Glitschen und ich habe Dinge... Alter. War das ein Dimensionsloch? Ja, ich glaube auch, ey. Ich glaube, ich habe unsere Hinterachse kaputt gemacht. Und der Wagenheber ist halt einfach echt weg. Scheiße, ich muss aber einen neuen holen. Kacke. Ah, so. Problem ist, wir fahren jetzt mit einem platten Reifen weiter, aber ich glaube, das Problem ist geringer, als hier stehen zu bleiben. Puh. Alles Achim. Nur durch Achim haben wir das geschafft, genau. Der Achim nicht in der Karre gesessen, glaube ich, da hätten wir es nicht hingekriegt. Ja, unsere Karre ist jetzt auch halb acht. Unsere Hinterachse hängt in der Luft. Naja, so, weiter geht's. Musik an. Ich will das Reifengeflapper nämlich überhören. Flap, 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 flap. Ah, oh, sehr schön. Wir haben es geschafft, Achim. Es ist wahrscheinlich schon der nächste Tag oder der übernächste. Ich hab ein Zeitgefühl verloren. Und der nächste Reifen ist geplatzt. Ich werde nicht mehr. Halt schon, Moment für Reifenplatzer. Echt Schiss, die Karre hier nochmal irgendwo festzufahren, weil meine Reifen halt jetzt alle platt sind. Aber ich kann nicht wechseln, ich habe keinen Wagenheber. Oh, das Hälfte haben wir geschafft, ja geil. Noch weitere 70. Und der dritte Reifen ist geplatzt. Fahr endlich langsam. Oh bitte, wir schaffen das jetzt. Komm, komm, komm. Ich möchte kurz einmal weinen gehen. Es kann doch jetzt nicht sein, dass ich wegen platt reiben bin. Liegt jetzt. Weil da ist jetzt wirklich weg zu viel Gewicht. Warte mal, ich guck mal ohne die Kisten jetzt. Guck mal schnell. Komm. Ja, dann schieben wir mal, ne? Gucken wir, ob das geht. Ich möchte die Steigung betonen, wegen der wir jetzt gerade nicht mehr weiterkommen, ne? Das ist einfach nur das Problem, weil ich keinen Wagen hier mehr habe. Och, nee. Und ich habe auch keine Reifenflicken. Jetzt, weil ich sie brauchen könnte. Ich wäre echt kurz davor, einfach rüberzulaufen und den Wagenheber zu kaufen. Oder werde ich die ganzen Sachen ausräumen. Jetzt nur mal so testweise.
Wein wiegt ja relativ viel, ne? Dann renne ich gleich wieder zurück und hole die Weinflaschen wieder. Mit der Hoffnung, dass sie nicht despawnen, sonst haben wir ein Problem und ich fange an zu weinen. Gucken wir mal, ob es jetzt geht. Okay, nein, es ändert an der Geschwindigkeit. Dieser Trabi aufbaut gar nichts mehr. Okay, räumen wir den Wein mal wieder ein. Ja, Achim, ich bin dann gleich wieder da, ne? Achim, mach die scheiß Tür auf. Mach dir keine Sorgen, ich mach mal kurz die Karre aus, dann bin ich gleich wieder da. So, Achim, bis gleich. So. Warte, okay, jetzt muss ich auch das passende Lied dafür anmachen, weil jetzt passt es halt einfach so wie Arsch auf Eimer. So. Wenn du gleich unterwegs hast, sehen wir das Portemonnaie wegstecken, das ist ein Untergang. Ja, das sehe ich genauso. Lauter, lauter. Bei euch so. Wir kommen im Treppenspiel, wo ich jetzt 70 Kilometer zu Fuß laufe, weil ich jetzt keinen Wagen mehr habe. Aber so viel Pech kannst du nicht haben. Wenn du die Karre wegschmeißt und dann drei Wagenheber, Wagenheber wegschmeißt und dann noch drei Reifenplatze haben. Also aber am besten will ich, das kann doch kein Pech mehr sein. Den Wagen, also sag mal so, ich habe versucht, meinen Wagen rauszuglitschen. Ich habe den Wagenheber runtergepackt, bin aber schon eingestiegen, habe den Motor angemacht und mir ist aufgefallen, dass wenn du das machst, der Wagenheber einfach verschwindet. Ja, jetzt haben wir keinen Wagenheber mehr und drei Platten Reifen und mit drei Platten Reifen geht es nirgendwo hin. Ist der nächste safe ein Wagenheber? Nein! Wenn nicht, laufen wir zum nächsten Ort. Ja, morgen kommt die erste Folge auch auf YouTube, also vom letzten Stream noch. Meine Fresse, ist das weit! Ich hoffe, so ist Trabi-Leben nicht in echt. Wenn ja, hänge ich nicht auf. Kann ich nicht einfach abkürzen? Mit Fuß geht das doch super, ne? Guck hier, kann man doch einfach abkürzen. Ich kann ja nicht sterben. Ich wäre der unsterbliche Trabi-Fahrer. Da 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 da. Da da da. Guckt ja mal nach Remixes von dem Lied, da gibt's anscheinend ein paar von. Das Doofe ist, wir müssen diesen Weg ja gleich zurücklaufen. Ist ja nicht so, ah, wir sind da. Okay, trotzdem kann man da, jetzt guck ich mal nach Remixes. Aber ja, wir sind jetzt da, aber dauert noch ein bisschen.
So. Gut, dann gucken wir jetzt mal, wenn die keinen Wagenheber haben, haben wir ein echtes Problem, sag ich euch, Alter. Kann ich die einfach nicht pennen legen? Ach, war dieser mehretagige Ort. Ach scheiße, muss ich ja noch berg runterlaufen. Och Gott. Guten Abend, die Herren. Ich bräuchte einen Wagenheber von meinem Trabi. Ich bin 70 Kilometer vor Ort gestrandet. Ich bin jetzt gerade zu hergelaufen. Ich darf jetzt nur nicht B drücken. Wenn ich jetzt B drücke, oh, ich werde selbst hassen. Oh, ja, ja, genau den brauche ich. Was habe ich jetzt bezahlt? Gar nichts. Das kann auch weg, ist egal. Oh, fuck, ich hätte noch weitere Reifen kaufen sollen. Ah, ist egal, mit einem Plattenreifen geht's. Ich hätte noch einen Reifen kaufen sollen, ich Idiot. Ist egal. Aber ich könnte einen Reifen flicken einfach kaufen. Kann ich auch nicht kaufen, ich hab kein Geld mehr. Egal, ein Platte Reifen geht. Drei Platte Reifen gehen nicht. Drei, zwei, einer ist okay. Puh. So, gucken wir mal. Und zurück. Ja, wie gesagt, ein Platte reicht. Einer Platte ist nicht schlimm. Ich mach mal die Hinterachse in einem Platten und gut ist. So, jetzt aber zurücklaufen. Und bei euch so? Durch die Welt sehen. Ich weiß nicht, ob das richtig so ist. Egal. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Oh, bin ich froh, wenn wir gerne mit dem Trabi in diesem Ort angekommen sind. Oh. Bin ich froh. Doch, ich muss jetzt hier komplett außen rumlaufen, ne? Ich suche mal ein anderes raus. Was gibt's denn noch für Remixes hier von? Oder wenn er. Ach komm, wir hören einfach nochmal das Original. Man macht mit dem Original einfach nichts falsch. Ich muss den Stream vielleicht noch sehen. So, zurück zum Trabi. Reifen wechseln. Ich sehe schon, komm, Achim hat die Karre einfach nach Hause gefahren. Sehr, komm, der Trabi und alle unsere Waren sind weg. Das kannst du keinem erzählen, da verlierst du den Trabi, da verlierst du den Wagen und dann platzt dir drei Reifen kurz vor der Steigung. Ey, kein Scheiß, das kann doch kein Zufall sein, das ist doch Mobbing. Das Leben beim Trabi wirklich so, dass der Wagen anfängt dich zu mobben. Wir sind bald da. Das Spiel auch, ja, es kommt auch auf YouTube, ja. Auf dem VOD-Kanal findest du unterm Stream den Link dazu. Da wird das, kommt das jetzt online. Die Folgen müssen Samstag und Sonntag kommen. Samstag und Sonntag. Da-da-da-da. Da-da-da-da.
So weit haben wir es ja nicht mehr. Man kann hier leider nicht rennen. Haben es bald geschafft. Was gut ist, wir sind keine Kisten auf dem Weg. Kann ich jetzt schon mal beurteilen. Ja, wir haben es gleich geschafft. Da hinten am Schild steht unser Trabi. Ja, da vorne. Seht ihr da hinten so leicht schimmernd? Wir haben es geschafft. Achim, ich bin zurück. Wie so eine Fata Morgana muss es für den sein, wenn ich da so komplett sterbend mit dem Wagen hier am Horizont ankomme. So, Reifen wechseln. Falsche Sache. So, vorne die beiden kommen runter. Komm jetzt ab, Alter. Danke. So, meine Fresse. Was ein Akt. Okay, Sweet Home Alabama. What the fuck? Nein, das passt jetzt mal nicht. Weiß ich, Sweet Home Alabama hier noch an. So. Der Reifen ist in Ordnung, hinten rechts, hinten links. Mal vorne rechts noch und der hinten rechts muss dann kaputt bleiben. Weil ich habe nur zwei Reifen. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann Dachgepäckträger haben. Meine Fresse. So. Gleich geschafft. Oh, es ist eine Genugtuung. Sehr gut. So, weiter geht's. Bis ans Ziel jetzt. Meine Fresse, was ein Akt, ey. Das kannst du keinem erzählen, was jetzt hier abging, ey. Die letzte, ich glaube, halbe Stunde oder so. Danke, Markus 0401 für den Restart. Willkommen im fünften Monat. Dankeschön. Danke. Fuck, da kommt hier eine Kiste dran. Scheiße. Mal schnell mal schön übereinander. Da komme ich auch gut ran. Tür zu. Motor an. Nein, ich kann den Motor jetzt nicht anmachen, weil ich die Kiste in der Hand habe. Ach, ich werde wahnsinnig hier. Danke an Dave the Brave, willkommen bei den Noobs, dankeschön für den Sub, danke, willkommen. So. Trabi rennt auch sehr gut. Dazu, Handbremse los. Oh, und hoch geht's, sehr gut, ab geht's. Musik an, Achim, letzten Meter bis zur Stelle. Ich hab's verstanden, Achim, das Gewicht ist wichtig, ich hab's gerafft, das Gewicht ist wichtig, steig aus, du fette Sau. Ach, komm schon hoch jetzt hier. Bitte mach keine Faxen, Trabi. Ich will das Ding nur noch nach Hause holen. Dann habe ich heute auch echt genug Jaloppi gehabt. Ey, kein Scheiß, ich das Ding gleich in der, da habe. Da bin ich echt froh. Mach ich. Ne, den Wein habe ich im Kofferraum gelassen. Den Wein habe ich wieder eingeräumt direkt. Ne, den Wein habe ich doch gar nicht ausgeräumt, Leute. Die Weine habe ich doch direkt wieder reingeräumt, bevor ich losgegangen bin. Der Wein ist im Auto, keine Sorge, alles gut, beruhigt euch. Oh, scheiße, komm schon, Trabi! Oh, ich will die ganze Kacke nicht verkauft bekommen, ey. Wir haben nur immer so niedrige Werte. Ich sehe halt nicht, wo ich hinfahre. Das ist mein größtes Problem bei einer Straße, die links und rechts Abhänge hat. Das gefällt mir gar nicht. Wo geht's lang? Ich hab schon so hervorgesehen. Ich hab die Straße nicht mehr sehen können. J,
Yo, danke schön. Danke an Terminator für die 20 Euro. Danke schön. Mario Schütze für den Trabi. Danke, danke, danke. Wird auf jeden Fall in den Trabi investiert. Danke, danke. Und es fängt schon wieder so an. Okay, jetzt weine ich gleich. Kein Scheiß, ich weine jetzt einfach. Ich habe die Kackstraße nicht mehr gesehen. Ey, was ist das denn für ein Map-Design? Ich hau den Typen bald tot. Kann ich die Trabi hier irgendwo wieder draufgefahren? Na, hier kann ich wieder drauf. Ich muss... Ja, rein theoretisch muss ich den Trabi jetzt runterschubsen. Sachen, die ich ungern sage, aber es macht am meisten Sinn, den Trabi... Alter. Es macht am meisten Sinn, den Trabi samt Achim einfach die Klippe runter zu jagen. Weil hier komme ich wieder hoch. Na gut, Achim. Tür zu. Tschüss, Trabi. Tschüss, tschüss, tschüss. Komm, mach einen Abgang. Komm, komm, komm. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, Trabi. Ich sehe Rauch. Ich sehe Rauch in die... Warum sehe ich den Rauch in die Richtung? So, ich will jetzt nicht runtergucken, weil ich echt Schiss habe, dass das Ding nicht auf den Reifen steht. Ich will nicht runtergucken. Nein! Trabi, das ist... Ah! Nein! Ich brauche den Werkzeugkasten nicht, die Karre ist in Top-Zustand, verpiss dich! Ah, ah, ah! Ich habe nur keine Ahnung, wie ich jetzt einsteigen soll. Wie komme ich denn jetzt da rein? Kann ich von der Seite einsteigen? Oh, hi Achim, ich steig da mal über dich rein, ne? Mach mal kurz zu. Puh. Boah, hab ich heute ein Arschschweine viel Glück, ey. Wir sind wieder auf dem Weg. Das heißt, noch kurz mal unsere Sachen holen. Ah, so. Meine Fresse, was ein Stream heute. Ich will doch einfach nur noch ankommen. Also kein Scheiß, jetzt ist echt nur das Ziel, das Scheißding irgendwie nach Hause bringen. Und nichts anderes mehr. Fuck, ich will nicht aussteigen. Ah. Was ist das Schlimmer? Dieser Streamer, die muss man sehen. Ich glaube, der Stream ist schon sehr weit oben. Die Muss-Wann-Serie hat nicht so viel Nerven gekostet. Und da war es ja auch gerade zu erwarten. Das war eine Challenge-Serie. Hier spiele ich halt einfach Trabi. Und das soll eigentlich nicht so laufen. Ach, komm. Lalalala, bald haben wir es geschafft. Ich war Achim. Dass der Mann noch lebt. Ich habe ihn gerade eine Klippe runtergeschopst. Ich sag's nur. Nur damit er es mal so vor Augen habt. Der Mann ist gerade eine Klippe geflogen. Aber nein, wir wollen kein Alabama. Es kommt jetzt kein Alabama. Ach komm. Trabi, fahr doch einfach. Ich bin echt überlegen, hier vorne einfach abzukürzen. Also ich mein's ernst. Weil hier vorne müssen wir eigentlich aus drum fahren. Ich könnte auch einfach geradeaus durchfahren. Einfach hoffen, dass wir die Karre nicht komplett kaputt fahren. Scheiß drauf, ich probiere es. Ich habe jetzt keinen Bock mehr zu warten. Was klappt schon? Das hat erstaunlich gut funktioniert. Wo ist denn überhaupt hier hin? Radio Berlin International. Genau, das ist die Straße. Haha. So, einmal nochmal runterklippen. Ja, wo ist die Straße? Ich sehe nicht. Hier runter müssen wir. Ja, gib ihm. Trabi. Runter da. Muss ich dir jetzt echt helfen, mein... Raus... Fall da jetzt runter! Ist hier keine Faxen, Trabi. Die Kisten nehme ich gleich per Hand mit, ist egal. Komm, komm, komm! Runter da, runter! Komm, 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 komm! Abgang! Abgang! Runter jetzt! Achim, mach dich doch mal ein bisschen schwerer, du bist ja sonst so eine fette Sau.
Wie kann der denn da noch so hängen? Das ist rein physikalisch nicht möglich. Komm jetzt, runter da. Tschüss, Trabi. Ha, alles gut. Oh, fuck. Nein, die Kisten! Komme ich hier kurz wieder hoch? Ich mal kurz gucken, ob ich in die Kisten reinkomme. Nein, ja, ich will nicht wieder außen rumlaufen. Hätte ich auch fahren können einfach. Ja, komme ich hier vielleicht hoch? Warte mal. Ich habe da Kisten liegen, da könnte ein wichtiges Gut drin sein. So, Trabi ist unten, jetzt muss ich nur meine beiden Kisten finden und dann sind wir zufrieden. Und ich hab, ey, Kaischer, hatte jemand im Kopf, wie lange ich jetzt für diese Fahrt gebraucht hat? Hat das jemand irgendwie auf dem Schirm, wie viele Minuten jetzt allein dieses Stück gebraucht hat? Das würde mich jetzt einfach mal so interessieren, so. Interesse halber. Danke an Venias, ich hoffe, ich habe deinen Namen richtig ausgesprochen. Mit Zahlen, dein Name ist immer schwierig. Dankeschön für die 12 Euro, dankeschön. Hier stehe ich natürlich auch bei Trabi, viele Grüße. Lars, dankeschön, Lars, danke für die Unterstützung. Den Lars kann ich aussprechen, da ist keine Zahl drin, danke dir. Danke für den Support, danke euch. 50 Minuten, ach du Scheiße. So. Ja, 50 Minuten, 45 Minuten für so eine Fahrt ist schon, also normal dauert die Strecke nicht so lang. Im Normalfall. So, wir haben es aber geschafft. Hey, in den Shop gucken wir gleich nochmal. Erstmal gucken wir, ob wir die Ware vielleicht verkauft kriegen. Ich sehe schon wieder die Straße nicht. Alter, ich krieg's kotzen heute. Wow! Okay. Ich will mittlerweile mit der Einstellung so. Vorstellung vom Trabi-Projekt. Wenn ich eine Trabi irgendwann mal holen sollte, dann gibt es natürlich auch eine Vorstellung, was ich damit vorhabe und allem. Also keine Sorge. Ihr bekommt dann natürlich alle Infos. Ach komm, jetzt Trabi. Jetzt häng ich hier nicht fest. Ich köpf dich. Oh, da fährt sich wie Sacknüsse mit dem Reifen. Wo ist das Motel? Da. Ich guck dann gleich erst, was die Ware wert ist. Das ist mir jetzt egal. Oh, so. Ich hab's geschafft. Ich mach meine Karre aus. Muss neue Reifen dran, das ist mir bewusst. Die Karre muss auch mal vorgedacht werden, aber das kann man theoretisch am nächsten Morgen machen. Aber ich will erst mal gucken, was für Ware wir hier bei den beiden Kisten haben. Ist irgendwas teuer geworden? Ne, hat sich wieder alles sich nicht lohnen zu verkaufen. Behalten wir also alles. Heißt, wir machen die beiden hier wesentlich. Schauen wir noch kurz auf. Trabi von Lukas wird safe auf Luft umgebaut. Nicht unbedingt safe. Ich habe auch schon mal geguckt wegen Static. Also tiefer Cam auf jeden Fall, ja. Aber ich weiß noch nicht. Okay, haben wir dreimal Medizin. Ja, ich müsste eigentlich Medizin dann auf jeden Fall gleich mal verkaufen, weil sonst bringt das eh nichts. Wir können nicht so viel die ganze Zeit mit uns rumschleppen. Das bringt halt einfach nichts. Na gut, Textil, das können wir eh nicht toll kloppen, brauchen wir eh nicht. Die Medizin kriege ich nicht unter, oder? Doch, kriege ich noch. Okay, gut, die nehmen wir dann weiter mit. Scheiß drauf. Wir haben ja noch nichts zum Verkaufen, das ist natürlich scheiße. Müssen neuen Reifen müssen wir kaufen. Das können wir gerade nochmal schnell machen. Zwei neue Reifen kaufen. Ich repair den mal jetzt. Jetzt komm, pack die Scheiße doch da rein. Das passt in der Medizin nicht mehr, ne? Ah. Ah, ist das kacke hier. Ah, jetzt müsste er wieder passen, ne? Müsste jetzt auch wieder passen. Ja, sehr gut, okay. Gut, noch zwei neue Reifen holen wir. Ich repair die Kiste mal kurz. So. Eieiei, der ist aber auch gebumst. Ich weiß auch gar nicht warum. Den Sprit gucken wir das nächste Mal. Ist mir jetzt relativ egal. Okay, Reifen kaufen. Eigentlich brauchen wir drei Stück.
drei Reifen und noch Reparaturkit. Warte, wie viel kostet die Nacht hier? 35, also haben wir 90, haben wir ungefähr. Ja, gut. Müssen wir gleich mal gucken. Das wird nicht zu viel ausgeben. Die haben eh kein Repair-Kit. Ja, gut, hat sich das eh erledigt. Was kostet ein Straßenreifen? 30. Ja, gut, komm ich genau 3, habe ich genau 90 ausgegeben. Ja, gut. Müssen wir aber haben. Ich muss 2 immer auf Reserve haben. Macht Sinn. Dann müssen wir jetzt die ganze. Ich hoffe echt, dass wir beim nächsten Stream. Ach krass, ich habe sogar noch. Hä, wie kam ich auf 90? Okay, ist ja egal. Ich habe noch genug Geld übrig. Auf jeden Fall müsste ich da mal gucken, dass wir beim nächsten Stream dann erstmal Deutsch reden lernen. Die Sachen irgendwann verkauft kriegen. Ich muss jetzt endlich mal Wert kriegen, dass der Wein und die Medizin wieder Wert bekommen, weil dann, wenn ich die verkaufe, haben wir auch wieder richtig Geld. Wir fahren ja richtig Geld mit uns hier in die ganze Scheiße rum, aber ich krieg's halt einfach nicht vertickt. Das ist ja das größte Problem an der Scheiße, ne? Wir haben ja, fahren ja die ganze Zeit mit Geld rum, was wir nicht nutzen können, weil, ja. Fuck it. Weil einfach die Märkte dafür nicht da sind. Das ist scheiße. Bisschen. So, mal kurz den Reifen schon mal kurz wechseln, wenigstens noch. Neuer drauf. Ich hoffe, wir kriegen jetzt die Nacht wenigstens noch von irgendwelchen Gästen noch Geld geschnorrt. Das wäre noch ganz schön. Die Reifen kosten nicht alle 30. Ach so, deswegen. Ah, okay. Ah, 20. Ja, okay, sehe ich gerade. Ja, ja, okay, alles cool. Okay. Portemonnaie muss ich noch rausholen, stimmt. Reparaturkit haben wir jetzt leider keins bekommen, was nicht so gut ist. 1 von 4, 2 von 3, 2 von 3 von 3. Oh, der Vergaser ist vollkommen im Eimer. Scheiße. Okay, das wird eine lustige Tour nächste Folge, nächsten Stream. Nächster Stream wird hart. Also wir hatten jetzt den Stream sehr viel Scheiße. Der erste Stream war sehr, sehr gut, da hatten wir echt Glück. Jetzt habe ich halt so viel Ware, die ich einfach nicht loswerde. Wenn ich die loswerden würde, hätten wir auf jeden Fall einen besser laufenden Trabi, so viel ist sicher. Aber na gut, so. Guten Abend. Ja, ich muss ja bei euch bleiben. Bringt mir nichts übrig. So. Komm. Wir müssen noch ein wenig Geld rausschlagen, auf jeden Fall. Ach, ich bin mal kurz wieder Reinigungsdienst spielen. Wir haben 1A, okay. Nein. Weil normal müssten wir dann 40 bei jedem rauskriegen. Das wäre schon mal ganz gut. Dann hätten wir zumindest das Zimmer wieder drin. Ah, sehr gut. Ah, warte, müsste 40 sein, ne? Ja, 40. Nein, komm. Ja, sehr gut, okay. Damit haben wir 45 Gewinn gemacht. Okay, alles cool. Okay, sehr gut. Ja, das ist schon mal eine sehr gute Ausgangslage. Die 45 Gewinn. Ja, doch, ja, jetzt haben wir unser Geld auch wieder, also kann man sehen, wie man will. So. Einmal rein mit dir, gucken, ob du noch eine wunderschöne Nachricht für uns hast. Oh, was ein Stream heute, ey. Meine Fresse, meine Fresse, meine Fresse. So, er hat wieder einen Zettel. Dann lesen wir doch mal kurz wieder zum Abschluss für heute. So, ich schreibe dir, um dich über den Ableben von Hassan zu informieren. Ich lege die Hoffnung, dass jetzt, wo diese schreckliche Mauer gefallen ist, meine Briefe dich vielleicht erreichen. Ich hege. Falls sie es tun, möchte ich dir Hassans Asche schicken. Du weißt es, er wollte nie wirklich hierher reisen und es war sein Sterbenswunsch, zu Hause in der Türkei zur Ruhe gelegt werden. Und bitte, du wirst nie den grausamen Schmerz einer Mutter über den Verlust ihres Kindes spüren. Eine Lebenszeit mag an uns vorbeigezogen sein, aber sobald du diese Aufgabe bewältigt hast, bitte ich dich, mein Kind dazu zu bewegen, in den Westen zu reisen, um seine schmerzerfüllte Mutter zu sehen. Okay. So, wir gehen auch pennen und damit würde ich auch sagen, beenden wir für uns heute unsere Reise mit Tag 5. Tag 5 müsste sein, ne? Tag 5 ist das nächste. Werden wir dann im kommenden Stream, wie gesagt, werde ich voraussichtlich die Woche auch noch einen machen, auf jeden Fall fortfahren. Zumindest ist das die Idee. Ja, yeah, okay. Werden wir nämlich genauso machen und das ist soweit der Plan. Ich bedanke mich erstmal heute für euren absolut kranken Support. Das ist ja teilweise echt
bekloppt gewesen. Also Dankeschön auf jeden Fall dafür, auch für alle fürs Einschalten, für alle neuen Follower, Subscriber und allem drum und dran. Hat mir wieder eine mega Freude bereitet, macht super Laune. Ich finde, das ist auch ein super Spiel, um es einfach mit der Community zu spielen, weil man kann halt vernünftig nicht mehr quatschen und man muss sich nicht nur aufs Spielgeschehen konzentrieren, das Spiel erzählt auch nicht zu viel selber. Ja, ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen weiteren Mittwoch. Und wie gesagt, ich denke mal, ich muss gucken, mal nicht streamen, aber die Tage wird es auf jeden Fall noch was geben. Vielleicht am Wochenende versuchen wir nochmal was einzurichten und dann werden wir uns hier wieder zurück in die Lobby geben, weiter mit unseren Trabi-Reisen und mal gucken. Ich bin gespannt auf den nächsten Stream, weil nächsten Stream wird es auf jeden Fall direkt am Anfang relativ anstrengend werden, weil wir jetzt nicht so eine gute Ausgangslage dafür haben. Aber wird, denke ich, trotzdem lustig. Ich bin gespannt auf das Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.